schreiben das Jahr 2030. Vor genau 10 Jahren ist auf der ganzen Welt ein tödliches Virus ausgebrochen, von dem kaum einer verschont geblieben ist. Die Regierung versucht seitdem mit allen Mitteln das Virus aufzuhalten, mit wenig Erfolg. Doch es gibt Hoffnung, denn manche Kleinkinder besitzen den Antivirus in sich und die Regierung setzt alles darauf, diese Kinder zu verschleppen, um den Antivirus zu extrahieren. Leider wurde auch der Sohn des charmanten Let's Players Tubek verschleppt. Da ihm keinerlei Hilfe zugesprochen wurde, entschied sich dieser allein auf die Suche nach seinem Jungen zu machen. Welcome back zu einer neuen ansehnlichen Folge der Infected. Wir müssen jetzt nochmal ein paar Pfeile machen. Ganz, ganz wichtig, weil ich habe nur noch 6 Stück. Es ist Wahnsinn, wie die Dinger da weggehen. Das ist absolut zeitaufwendig. Aber es muss gemacht werden. Dementsprechend sind wieder mal keine Vögel anwesend, wenn man sie braucht. Weil ich brauche noch Federn. Vorne ist ein Stein, das bringt mir nichts. Kommst du runter, amigo? Ich brauche dich. Dich und deine Federkleid. Ey, immer wenn man es braucht, ne? Dann kommt keiner ran hier. Okay, dann gehen wir halt dabei mal Mais farmen. Auch okay. Was zum Futtern. Apropos Futtern, wie schaut es denn aus? Eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt kurz vor 12 Mittag. Eigentlich wollte ich ja heute zu den Krokodilen. Aber mit 6 Pfeilen werde ich da nicht weit kommen. Dementsprechend, okay, ich warte jetzt einfach mal, bis ein paar Vögel runterkommen. Währenddessen, sag mal, wo ist denn die Spitzaxt hier? Werde ich nochmal ein paar Steine sammeln, die brauchen wir nämlich auch. Schön, dass die hier so lose da liegen. Nehmen wir gleich mit. Muss ich halt die ganze Zeit darauf achten, dass ich hier die Vögel im Auge habe, ne? Also ich würde schon so 20, 25 Pfeile mitnehmen wollen. Weil ich weiß jetzt auch nicht, also wir brauchen schon viel Krokodilleder und ich habe ja noch keine Ahnung, wie viel Leder aus einem Krokodil rausgeht, ne? Wir brauchen nämlich echt einen größeren Rucksack. Oh, cool, ich kann sogar noch laufen. Verwunderlich. Habe ich das Inventar gut aufgeräumt, hä? Irgendwas muss ich hier gut gemacht haben hier. So, ne, bringen wir jetzt erstmal die Fuhre zurück. Ganz entspannt. Wir haben ja noch Zeit, auch bis die nächste Horde kommt. Tag 7 ist jetzt. Was habe ich gesagt? Tag 8 Mitternacht oder so, ne? So, das heißt, Steine werden wir jetzt erstmal nicht schmelzen. Gott damn, das ist alles voll hier. Gott, ich habe genug Steine. Oder? Nee, ich glaube, ich brauche sogar dann noch mehr, ne? 4. Kann jetzt dann auch schon langsam mal wieder dran denken, eine neue Kiste zu machen. Ist wieder alles voll genudelt. Krass. Überhaupt kein Platz mehr, oder? Geil. Ja, komm. Checken wir erstmal ab, ob Steine auch despawnen nach einer Zeit. Lass mal den einfach mal da liegen. Vogel. Na komm, spannen. Jawohl. So, ein paar mehr könnten auch noch runterkommen. Ich brauche so viele Federn. Wir kriegen pro Vogel. Ja gut, wir kriegen pro Vogel echt eigentlich gut Federn zusammen. Das ist jetzt eigentlich gar nicht das Problem. Wisst ihr was? Bis der nächste Vogel runterkommt, klatsche ich nochmal eine Kiste hin. Wo war das Lager? Kischt. Die anderen Kisten, die anderen zwei, da werde ich nochmal abreißen. Das taugt mir jetzt so nicht mehr. So, Bretters habe ich, glaube ich, schon mal vorgearbeitet. Und 3 Stück noch. Easy going. So, dann haben wir nochmal eine neue Kiste. Das passt. Vogel, Vogel, Vogel. Da sein, oder?
Jawohl. Ja, geht besser, als ich dachte. So, jetzt sind wir bei 22. Einen Vogel hätte ich gern noch. Da muss ich, glaube ich, auch nochmal Stöcke. Mein Freund, komm zu mir. Komm in meine Arme. Der schreit mir immer ins Ohr, hey. Wahnsinn. So. Kein weiterer Vogel? Will ich jetzt nochmal Steine holen? So, das ist, glaube ich, Lehm, oder? Manche Steine sind, geben ja nur Lehm. Ne, ist sogar ein normaler Stein, okay. Passt, immer her damit. Zack, 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 zack. Wie ein Maschinengewehr sammle ich die Dinger ein. So, gut, bringen wir die Fuhre nach Hause. Vogel? Ach, komm, jetzt wegen dem einen Stein. Und genau deswegen will ich diesen Rucksack unbedingt haben. Klatschen die Steine jetzt. Wir machen dann auch mal eine komplette Steinkiste, würde ich sagen. Irgendwann werde ich mal wieder so eine Nachtaktion machen. Nur mal vorfarmen, was Steine angeht und so. Junge, Junge, Junge. Ist das alles mühselig? So. Vogel? Ah, da ist einer. Perfekt, der letzte Vogel. So, perfekt. So, dann würde ich gerne, bevor ich jetzt hier loscrafte, das hier, glaube ich, können wir schon mal in die Hand nehmen. Schon mal ablegen. Daraus machen wir dann nochmal schnell Stöcke für die Pfeile, weil da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel. Constructions. Ich hätte nämlich gerne für später. Ist das cool? Sieht zwar irgendwie bescheuert aus, wenn ich das da habe. Aber wenn ich das jetzt irgendwie hier ransetze. Ich will dann später aufs Dach kommen. Wenn die nächste Horde kommt, will ich das alles vom Dach aus erledigen. Okay, es muss aber anscheinend eine Ceiling drunter sein. Könnte man jetzt auch überlegen, ob ich nicht einfach so einen Standard... Hä? Holztreppe. So eine hier nehme. Glaube ich, würde mir besser gefallen. Es ist jetzt nur mal hier so provisorisch für die nächste Horde, die dann kommt, dass ich da hoch kann. So, aber das wird Bretter brauchen. Und eigentlich... Ah, warte, wir machen das jetzt mal anders. Wir können die ganzen Sachen hoffentlich dann auch wieder einreißen. Ah, steht sogar da, was man braucht. Ah, dafür die Holztreppe braucht man auch 6 Bretter. Auch 6 Bretter. Weil ich mir überlegt habe, wenn ich dann Krokodile jagen gehe, will ich auch irgendeine Erhöhung bauen, dass die mich nicht kriegen. Weißt du, wie ich meine? Ich auch Bretter. Also eigentlich 6 Bretter müssen mit. Also 6 Bretter muss ich da noch mitnehmen. So, perfekt. Das ist jetzt nur schon mal so für später. Ist ja dann schnell gebaut. So, Stöcke. Das Feuerholz könnte ich eigentlich auch nochmal schnell sammeln. Da habe ich auch schon wieder gut was verbraten. Nehmen wir das dabei nochmal schnell auf hier. Zack, 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 zack. Okay, voll. Perfekt. So. Gut. Haben wir hier noch Essen? Kocht das Fleisch. Können wir eh gleich mal reinzischen. Sauberes Wasser. Ja,
Ja. Vorbereitung ist immer die halbe Miete, Leute, sag ich. So, gut. Stein nehmen wir auch nochmal schnell. Hier nochmal das Stöckle. Perfekt. So, also. Wie viele Stöcke meint ihr sind es? Ich muss halt auch schauen, dass ich das Inventar. Nochmal 15 Pfeile. Hallo, einer noch. Weil die kann man ja, glaube ich, im Bündel machen, ne? Bündel. Fünfer Pfeile. Das heißt, alles brauchen wir fünfmal. Federn, Stock, Seil. Etc. pp. Okay. Tür zumachen. Haben wir ja gelernt in der letzten Folge. So. Oh, Leute. Das ist so mühsam. So, sind wir schon mal bei... Ach, Seile brauche ich ja auch noch, ne? Da muss ich erstmal 10 machen. Oder? Warte mal. Mal erstmal ein bisschen schön sortieren hier. Na, geht nicht, ne? Ja, weg damit. So. Passt jetzt da noch Seil rein? Fünfer Seil? Fünfer gespannt. Hä? Hier. Habe ich 19 Stück. Ja, perfekt. So muss das. Okay, jetzt bin ich zu überladen. Macht aber nichts. Tür ist ja zu. Kann mir nichts passieren. So. Alles mal 5. Zack, zack, zack. 5. Seil. 5. Klatsch. Ich hoffe, bei den Krokodilen ist es dann so wie bei den Vögeln, dass die da auch so richtig viel Leder droppen. Sonst wäre es sehr ärgerlich, weil wir müssen auch eine richtige krasse Meile laufen. Zwischenlager werde ich wahrscheinlich auch nicht drum rumkommen. So, okay, weiter geht's. Okay, nochmal 5. Ach, Steine. Ah! Immer dieses Steinproblem. 5. Fünf. 15. Okay, Seile machen wir auch nochmal schnell. Ja, geht noch weiter. Da geht noch was. Stöcke können wir nochmal holen. 1, 2, 3, 4, 20.000. So, nochmal 10 Stück. Erstmal. Wir verbraten jetzt erstmal alles, was wir haben, für Pfeile. Das ist der Pfeilbausimulator, den wir hier spielen. So, okay. Ich bräuchte aber dann noch Seile. Da machen wir nochmal ein paar vor. Machen wir ein komplettes Stack, oder? Bam. Ah, verdammt, das ist jetzt zu viel Platz, was es wegnimmt. Egal. Wir verbraten ja noch was. So. Dann habe ich endlich mal was auf Vorrat. Bisher war das ja echt immer mager. So, 5. Ich versuche immer nebenbei noch irgendwie die Taste zu finden, wo ich das schnell rüberklicken kann. Ich habe sie immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt existiert. Halt, das war wieder einer zu viel. Zu viel Gelaber, zu wenig Hirn. So. Bam, bam. So, und die letzten noch. Federn. So, perfekt. So, jetzt haben wir erstmal genug. Steine schmeißen wir mal hier mit rein. Ist da noch was drin? Nee. Die schmeißen wir mal hier mit rein. Ganz fein. So, okay, weißt du was?
will ja alles soweit zusammen haben, deswegen Pfeile erstmal. Obwohl, es stackt ja eh. Egal. So, passt schon. Gut, jetzt haben wir insgesamt 29 Pfeile. Na komm, wir machen es gleich schön. Samen habe ich woanders, die sind hier. Das da kommt auch nicht da rein. Sollen wir da nochmal notfalls ein paar mitnehmen? So 5 Stück, ich weiß es nicht. Verbände wird nochmal aufgefüllt. Ja, ja, ich komme ja gleich. Ja, ja. Bruder, mach mal keinen Stress hier. Wo bist du? Komm her. Was ist denn jetzt? Au! Nein, 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 nein! Sag mal, hängst du oder was? Habe ich den jetzt gerade nicht gesehen? Wo kam der her? Okay, hat mich aber nicht hart verletzt. Also keine... Okay, Gesundheit ist halt jetzt im Arsch. Ja, gut, da können wir jetzt nichts machen. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie Medikit oder so zu verwenden. Ich glaube, die habe ich eh alle drüben, so speichern. Gut, Pfeile haben wir am Start. Sehr gut. Die Folge ist schon wieder fast vorbei. Super, machen wir ein bisschen länger heute. So, die Pflanzenfasern lassen wir hier. Ach so, geil. Ich habe das ja falsch rum gemacht. Ich wollte 5 mitnehmen. So, Kartoffelsamen noch weg. Wir werden jetzt eh nicht so viel looten. Also eigentlich nur Krokodilleder. Brett habe ich gesagt. 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich bräuchte ich fast noch mehr. Eigentlich bräuchte ich fast noch mehr. Wir nehmen Bretter mit, was wir haben. Zwecks Foundations noch. Was braucht eine Foundation? Weil ich will auch noch ein Bett und so bauen. 6 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Bett selber braucht auch nochmal... Wo war das? Möbel? Auch nochmal 6 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Das ist genau aufgegangen. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Okay, wir müssen jetzt eine richtige Meile schieben. Aber eine richtige Meile. Wir müssen nämlich hier in die Mitte. Ich denke mal, wir werden die Folge das gar nicht mehr erleben, dass wir Krokodile jagen. Das ist eine reine Pfeil-Simulator und Walking-Simulator-Folge. Ah, hier, guck mal. Den nehmen wir noch mit. Wenn sie sich schon so anbietet... So, jetzt sind wir, glaube ich, soweit angekommen. Yes. So, jetzt halten wir mal Ausschau nach den Krokodogs. Put, 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 liebe Krokodogs. Wo seid ihr? Ey, nicht, dass man die kaum sieht oder so. Wenn ich jetzt hier durchlaufe... Mal hier das Bett hin, oder? Mach das jetzt mal hier so. So. Bauen wir hier schnell das Bett auf. Habe ich schon mal so einen Zwischenpunkt. Zwischenlager.
Da kommt jetzt aber wirklich nur das Bett hin. Nichts anderes. Das ist das hier zu sagen, meine Krokodillederfarm. Oh, ich brauche keine Bretter. Okay, habe ich mich wieder verlesen, wa? Eigentlich steht da Bretter. Aber okay, gut, nehme ich auch so in Kauf. Kommt mir gerade recht. Möbel. Bett. Ah, Mann, ich verdrück mich immer. So. Ne, das war jetzt nur Bretter, ne? Ach, guck mal. Hä? Nein, 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 ich will nicht schlafen. Aber guck mal, Holzscheite zählen auch als Bretter. Habt ihr das gerade gesehen? Ist das gerade ein Bug? Oh nein, jetzt habe ich gepennt. Jetzt wird es gleich dunkel, da habe ich keinen Bock drauf. Ach, echt jetzt? Wie lange habe ich denn jetzt gepennt? Weißt du was, wir pennen dann gleich nochmal durch, oder? Hey, Rocket Dogs, was seid's hier? Ist keine Sau da hier, echt. Ach, da drüben, guck mal. Kopf. Okay, hab ich. Oh, schön, wie langsam die sind. Okay, da werde ich die Treppe gar nicht brauchen. Tot? Okay, 4 Pfeile. 2. Ich will alle Pfeile wieder haben, Leute. Hast du jetzt 2 Stück gefressen? Ne, hier ist noch einer. Huh? Kann ich nicht nehmen. Ist das jetzt dein Ernst? Wegen dem Bretters? Der Kackrinde hier, die kein Mensch braucht? Das ist jetzt natürlich alles sehr unvorteilhaft, dass ich jetzt hier sortieren muss. So, Krokodilhaut. 1. Ist das dein Ernst jetzt? Alter, ist das riesig. Oh, ich hoffe, das stackt. Also, wenn das nicht stackt, Leute, dann kriege ich einen Anfall. Okay, wo ist das nächste? Jetzt sehe ich natürlich wieder nichts, weil mein Bildschirm so dunkel ist. Sturmkrokodok? Jawohl. 1, 2, 3. Oh, oh. Okay. So, jetzt würde ich am liebsten pennen gehen, Leute. Das machen wir jetzt auch gleich, weil ich habe keine Lust, jetzt im Dunkeln zu jagen. Okay, stackt. Gott sei Dank, es stackt. Wenigstens das. So, ab zum Bett. Okay, also Holztreppe bauen brauche ich hier gar nicht. Alles easy. So. Speichern davor. Gut, jetzt pennen wir mal durch bis... Nein! Ist das jetzt dein Ernst? Eine Horde? Tag 8. Oh mein Gott. Leute. Leute, ich habe, glaube ich, gleich richtig verkackt. Ich hab gleich sowas von verkackt, Leute. Kann ich nur schnell was bauen oder so? Scheiße, ich habe keine Foundation. Nein! Lass mich in Ruhe! Nein, nicht! Okay, okay, okay. Okay, alles cool. Alles ist noch cool. Der kümmert sich ums Foundation. Nummer 2. Vorsicht, mein Speer ist gleich alle. Auf den Kopf. Jawohl, Speer ist kaputt. Bogen. Das war der Nummer 3. Okay, das mit der Foundation hier ist großartig. War's das? Das war's, Leute. Pennen gehen.
Was, jetzt kann ich nicht schlafen, weil... Okay, das ist ein Jumper. Das war wieder so ein Nachzügler. Irgendwie ist das Standard, dass ein Nachzügler dabei ist. Kann ich jetzt pennen? Ich will schlafen. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich blute. Okay, Leben sieht aber noch gut aus. Okay, ich bin... Was ist los? Warum bin ich überladen? Ah, alles klar. Ja, weg damit. Komm, Eisenerz. Erstmal weg. Ich brauche Bewegungsfähigkeit und... Ah, ich kann pennen. Gott sei Dank. Wie schnell ging das jetzt mit den Tagen? Krass. Ah, ich hätte das Eisenerz schon gern. Ist da was? Ich habe ja genug Bretter dabei. Machen es ganz einfach. Stellen jetzt hier noch eine Kiste hin. Dein Ernst jetzt? Zwei Bretters? Oh, du kannst mich mal am Arsch lecken, Spiel. Das war auch mit Ding. Okay, ich glaube, ich habe mich doch vorher vertan. Er hat die Bretter doch genutzt. Was habt ihr denn alles so dabei, Leute? Okay, cool. Zweite Horde auch schon überlebt. Easy going, weißt du. Kannst mir nix. Gut, dann machen wir es jetzt mal so. Ein Sägetisch. Wieso geht das nicht? Wieso geht kein Sägetisch hierher? Kann wir hier nicht bauen? Doch. Hier. Ich weiß, ich wollte hier kein Lager bauen, aber jetzt habe ich die Kiste schon angefangen, jetzt will ich sie fertig haben. So, zwei Bretter haben wir gesagt, ne? Ja, cool, aber wir können jetzt auf jeden Fall den ganzen Tag nutzen, um Krokodile zu jagen. Aber ich sehe gerade, die Folge ist eigentlich vorbei. Hm, naja. Ich mache das schon irgendwie. So. Okay, cool. Bretter sind da. Kiste ist da. Großartig. Kann ich das wieder einsammeln? So, Brett machen wir auch mal mit rein. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hallo, gehst du? Rinde braucht auch keine Sau. So, sehr gut. Wir sind hier auf Krokodiljagd. Dementsprechend nehmen wir heute auch nur Krokodile mit. Speichern. Ich habe echt die Horde überlebt. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, ich habe jetzt wieder Pfeile eingebüßt. Ah. Kaum redet man davon, ne? Okay, aber das mit der Foundation war großartig. So. Okay, Crocodiles. Crocodile Dundee. Da hinten ist noch eins. Hey, Boy. Up to me now. I need everything from you. Okay. Genau zwischen die Augen, so muss das. Das ist ein erfahrener Jäger hier, der da am Start ist. Okay, Einbuße von zwei Pfeilen. Geht noch klar. Ich habe noch 23. Das finde ich auch sehr gut, dass hier das Spiel überhaupt nicht auf Physik achtet. Jetzt hätte ich wahrscheinlich schon einen Kollaps gekriegt. Beziehungsweise ich hätte schon alle Pfeile verschossen. Komm mal hier an Land, bitte. Bitte treten Sie ein, der Herr. Sehr gut. Zwei... Einer in der Luft, jawohl. So, zwischendurch immer speichern, ganz wichtig, ne? Sodalim. Hallo Vogel.
Okay, wie viel Krokodilleder brauche ich eigentlich? Ich habe noch gar nicht geguckt, ne? Ey, die sind so hungrig auf Pfeile. Das wäre so geil. Tierfett. Ich bin halt jetzt schon wieder überladen. Aber wir haben gesagt, we don't need anything else, so schmeißen wir alles raus. Drauf geschissen. Wir sind jetzt wegen dem Leder hier. Speichern. Und dann schauen wir mal schnell, wo war das denn überhaupt mit dem... Hier, warte mal. Da war es doch gerade. 8 Stück nur. Hey, geil. Ja, okay, cool. Die machen wir jetzt noch schnell fertig. Ich hätte gerne noch 3 Freiwillige. Okay, das ist ein Wolf. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wie schaut es mit dir aus, Kollege? Bist du mit dabei? Bist du meine neue Lacoste-Tasche? Oh oh, oh oh. Hallo, nimm den Speer. Oh Gott, ich habe ja gar keinen Speer mehr. Nein, ich will jetzt nicht an dem scheiß Wolf verrecken, Alter. Ich verrecke jetzt gleich an dem Wolf, ey. Ich glaub's nicht. Triff ihn halt. Digga, was? Ich glaub, es hakt, Mann. Bist du noch am Stissel? Oh shit. Okay, das war jetzt ein neues Krokodil, ne? Das andere müssen wir noch schnell dann looten. Okay, der hat jetzt gar nicht so krass Schaden gemacht. Ach, deswegen, weil ich so viel Fleisch habe. Deswegen bin ich so hart überladen. Klar, macht Sinn. Aber ich bin manchmal dumm. So. Ah, die kann man super geil kiten, ey. Echt jetzt? Gib mir, gib mir. Bist du Nummer 8? Oh, einen noch. Fleisch. Hallo, Essen. Oh, ich bin so ein Noob. Ich habe kein Wasser mitgenommen. Oh, ich bin so ein Noob. Ah, Mann. Du musst doch echt an alles denken hier. Okay, Wassermelonen oder so ein Käse haben wir nicht mehr, ne? Ah, ich will jetzt nicht das letzte Ding verballern hier. Bringt das Durst? Bisschen, okay. Und sogar Heal. Nice. So, wo war jetzt der letzte? Ich hätte ihn gerade vorher noch gesehen. Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Ich habe jetzt keinen Bock, nämlich hier eine Feuerstelle zu machen. Speichern. Ah, dieser Kackwolf. Sowas regt mich dann wieder auf. Da, Numero. Letzte. Jawohl. Okay, die Tasche ist im Sack, Leute. Die Tasche ist am Start. Lacoste-Tasche. So, Mais sollten wir nicht essen. Das reduziert ja, glaube ich, den... Okay, komm, ab nach Hause. So, gut. Leute, wir machen so. Obwohl, ein paar Minuten gehen, glaube ich, noch. Ein paar Minuten gehen noch. Alter, was ist das? Ein fetter Bär. Den habe ich jetzt überhaupt keine Lust. So, ich habe 8 Stück, ne? Nicht, dass ich jetzt falsch geguckt habe. Wir machen es jetzt dann trotzdem so, dass ich die Folge gleich beende. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach wieder in der nächsten Folge in der Base. Und dann craften wir uns den fetten Rucksack. Kümmern uns mal wieder so ein bisschen um Essen, Bipapo, Vorräte, keine Ahnung. Und dann...
können wir wieder looten gehen, Leute. Beziehungsweise ich überlege mir, ob wir dann vielleicht auch umziehen. Jetzt würde es sich noch anbieten. Oder? Ich weiß nicht. Soll ich umziehen? Naja gut, das werde ich mir mal überlegen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super sexy Tag. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Tschüssikowski.